zeigt, dass das Artefakt über 10.000 Jahre alt ist. Wahrscheinlich verzerrt. Die Energiedaten sind instabil. Gebt mir ein paar Tage zum Öffnen. Dann wiederholen wir den Scan. Ich will euch nicht mit Wissenschaft langweilen. Lord Sylter ist auf einer Pilgerfahrt. Und wir bereiten uns auf den Aufbruch zur nächsten Forschungsstation vor. Aber wir können schon bald wieder eure Hilfe gebrauchen. Die Mission ist noch nicht vorbei. Ich möchte bis zum Schluss dabei sein. Wenn ihr zur Wüste aufbrecht, kontaktiert uns von der ersten Station nach Mos Ila. Bis dahin sollte Lord Sylter eine Spur zur Cherka-Basis haben. In der Zwischenzeit haben wir ein Artefakt zu untersuchen. Oh, ich soll Holo-Terminal benutzen. Und welches Holo-Terminal diesmal? Ne, putzen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Leck mich doch am Arsch. Oh Gott, dieses lange Reitthema. Hoppe, hoppe, reit. Wenn der fällt, dann schreit. Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben. Mann, wie alt ist dieses Lied eigentlich schon? Fällt mir gerade so auf. Reiseroute bestätigt. Interessant. Sehr interessant. Das Gebiet, was ich nicht erkundet habe. Na super. Hier spricht Captain Gola, Bergungsdienst Außenposten 701. Es freut mich, euch zu sehen, mein Sith Lord. Mein Team sucht immer noch nach der Cherka-Basis, aber wir sind auf unerwartete Schwierigkeiten gestoßen, mit denen wir, um ehrlich zu sein, nicht allein fertig werden. Was für eine Scheiße. So. Ich habe eure Probleme schon einmal gelöst. Ich kann es wieder tun. Nachdem ihr euch auf den Weg zu den Javas gemacht habt, hatte Lord Sylter eine Vision. Etwas über die Eingeborenen, die Sandleute. Er flog einen Gleiter ins Dünenmeer, doch wir hatten das Pallsignal in einem Energiesturm verloren. Sylter hat Blitze beschworen. Hm? Warum sollte Sylter allein dort hinausgehen? Lord Sylter ist einem Traum gefolgt. Genauso hat er auch den verlorenen Tempel von Seost und die Kristallhöhlen von Molava gefunden. Er sagte mir, die Sandleute und ihre Geistesführer wären der Schlüssel. Er suchte nach einer Art Kompass. Er wird nicht lange verschwunden sein. Findet die Geistesführer und findet ihn. Wenn ihr Antworten habt, kommt zu unserem Front-Außenposten. Ansonsten weiß ich nicht, wie diese Mission Erfolg haben kann. So,
So, schön. Wie geht es weiter? Ich muss nach da. Oh, hier ist eine Nebenmission. Halt. Ach, nur ein Flashpoint. Ist unwichtig. Was ist das da? Wissensobjekt? Okay. Sieht man auch nicht jeden Tag. So, dann gehe ich mal nach rechts. In Richtung Hauptmission. Gerade mal 5 Leute auf Tatooine. Das überrascht mich ehrlich gesagt. Wir haben es nämlich Samstag. Samstag müsste doch hier los sein wie Schmidts Katze, oder nicht? Hier. Oh Gott. Was soll ich denn hier suchen, Mensch? Hol einen Kompass von den Sandleuteführern. Ach so. Verstehe. Ach, 20 Sandleute umbringen, kein Problem. Sandleute Massaker! Wer ist das da? Ach nee, der dauert mir zu lang zum Töten. Habe ich da gerade eine Katze gehört? Ich glaube, ich habe Halluzinationen. Oder ich habe wirklich eine Katze gehört. Haben wir heute Samstag oder Sonntag?
Das werde ich nachsehen. Ach, wir haben Samstag. Gut. Gut, 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 gut. Oh, und davon hat ihr noch keinen Codex-Eintrag. Das überrascht mich. Jetzt steigt die Abschusszahl sowieso. Was ich mich... Also hast du auch eine... Komisch. Ich dachte schon, ich hätte Halluzinationen, ganz ehrlich. Bunny, meine Frage. Wozu sind eigentlich diese ganzen Kristalle da? Und wo sind alle auf Tatooine hingegangen? Sind das Materiale für die Berufe? Dass man sich da Material holen kann? So, 16 von 20. So, noch einen umringen, dann fertig. Schon wieder so ein Kristall. So, Teil 2. Bett! Ach ja, ich habe bei meinem Hauptchar jetzt mal ein bisschen gelevelt, den Waffenberuf. Aber ehrlich gesagt, ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich habe meinen Gewalt rausgesucht. So soll ich angeblich jedes Mal Reflexlauf erstmal die ersten 20 Level erstellen und danach soll ich immer noch einen Reflexlauf, aber Reflexlauf 3, Reflexlauf 4 und so weiter. Aber ich habe nirgendwo Blaupausen gesehen, dass man sich irgendwo Blaupausen davon kaufen kann oder so. Deswegen ist das schon wieder, naja, komisch. Aber ich konnte ihn auf 100, Level 160 bringen. Den Waffenscheiß. Ohne irgendeine Blaupause neue zu haben. Hat zwar ewig gedauert, aber naja. Am liebsten hätte ich ehrlich gesagt sogar noch an der Leiste für den Stream gearbeitet. Aber ich hatte irgendwie auch mal Bock, hier zu spielen.